Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video. Heute seht ihr NHL 10, also ein Eishockeyspiel Deutschland gegen die Ukraine. So, machen wir mal so. Also ich werde der Kommentator sein. Und ja. Das erste Spiel auf der Xbox und aufnehmen. Lol. Hier ist sowieso eine Facecam an der Seite. Hallo? Oder nee, ich glaube, das spiegelt sich komisch. Ich glaube, das ist vom Fenster hinten oder so. Und das komisches Fenster. Na egal. Hier die Deutschen und daneben gleich die ukrainische Mannschaft. Und es geht los. Mit dem ersten, ja, Saisonspiel Deutschland gegen die Ukraine. So, Ukraine mit dem Bulli-Gewinn. Jetzt sofort in Richtung Tor der Deutschen. So, Leute, sorry, die Kamera ist umgefallen. Und auch der erste Treffer für die ukrainische Mannschaft. Wie schnell ging das denn? Erster Block, Nachschuss, drin. Schöner Rebound vom Torhüter von Olaf Kozlik. Zack. Oder wer ist es im Kasten der Deutschen? Habe ich nicht genau gesehen, wer heute im Kasten der Deutschen steht. So, und somit das Anspiel Nummer 2. Und es geht los. Deutschland, Bulli gewinnt. Felix Schütz am Bulli. Auf Dennis Seidenberg, auf Gotsch. Und jetzt sofort die Ukraine mit dem Bulli gewinnen. Und sofort in Richtung Tor. Wieder der Deutschen. Ja, Olaf Kozlik im Tor. Da ein ukrainischer Spieler hinter dem Torhüter. Somit muss man auch aufpassen. Deutschland mit dem Bulli gewinnen. Schütz vor das Tor. Michael Wolf direkt vorm Tor auch. Aber jetzt wieder Ukraine in Richtung Tor der Deutschen. Aber Deutschland gewinnt wieder mal den Bulli. Schöner Pass auf Felix Schütz. Gotsch. Gotsch mit einem schönen Schuss. Aber der ukrainische Keeper hält das Ding. So, nächste Bulli-Spiel und Deutschland gewinnt den Butenschauen. Schöner Schuss, aber zwar in Richtung Tor, aber kein Tor. Schade. Jetzt Ukraine 3 auf 2, beziehungsweise jetzt 5. 4 auf 5, 5 auf 5 und erster Bulli-Save von Olaf Kozlik. Da hat man ihn kurz gesehen. Und wieder ein Spiel. Deutschland Bulli gewinnen. Deutschland muss diesen Ausgleich schießen einfach. Ansonsten gewinnt die gegnerische Mannschaft. Erste Möglichkeit hier vor dem Tor. Nächste Möglichkeit direkt vor dem Tor. Und wieder Ukraine vor dem Tor. Schuss, Kozlik fälscht den Bulli ab. Es geht aber trotzdem weiter. Deutschland Richtung Tor der Ukraine. Schöner Pass vors Tor. Hecht versucht das Ding da reinzuballern. Oder wohl eher Felix Schütz mit der Nummer 5. Oder auch Butenschon mit der Nummer 6. Hier Felix Schütz arbeitet da und versucht da irgendwie das Ding in diesen Kasten zu hauen. Und jetzt wieder Deutschland Bulli gewinnen. Michael Wolf am Puck. Sulzer, Gogula, Hackert. Und jetzt wieder die Ukraine.
Ukraine. Jetzt sind die in Richtung Tor wieder der Deutschen. Auf Torjagd, wie scheint. Aber Deutschland gewinnt einfach den Bulli und geht sofort in Richtung Tor. Schussmöglichkeit Philipp Gogula. Aber er trifft den Puck nicht richtig und so kann er nicht in Richtung Tor gehen. Nächste Möglichkeit, Ukraine, verschossen. Deutschland wieder in Richtung Tor der Ukraine. Dieses Mal jetzt eine Konterchance wieder. Sulzer, schöner Schuss, wird abgeblockt vom Torhüter. Und sofort wieder freigegeben. Wieder ein Block. Und es geht weiter. Deutschland mit dem Bulli. Michael Wolf abgefälscht. Michael Hackert, glaube ich, davor dem Tor mit der 61 auf dem Rücken. Nächste Chance. Aber natürlich nicht wirklich genutzt. Und jetzt die ukrainische Mannschaft Deutschland wieder mit einem Bulli gewinnen. Sofort in andere Richtung. Fast der Bulli-Verlust. Und jetzt Deutschland direkt vors Tor. Und da ist der ukrainische Torhüter. Was zeigt denn der heute hier in diesem Spiel? Ukraine hat das erste Tor. Deutschland, sehr, sehr viele Versuche hier vors Tor und zack, der Torwart hat den Save. Er hat das einfach kommen sehen. Dieser Keeper hier. Schiri wirft Puck ein. Deutschland, Bulli gewinnt. Buten schon. Bulli immer noch bei Deutschland. Der war zu leicht. Und damit die erste Hälfte vorbei. Und da bricht auch die zweite Hälfte an. Deutschland wieder da mit ausgeruhten Spielern aufs Feld gekommen. Und es geht weiter in der zweiten Hälfte. Vielleicht eine Chance für Deutschland, hier einen Punkt zumindest, um den Ausgleich zu erzielen. Gotsch. Der sucht sich freie Bahn. Hat auch Passstation hier. Aber jetzt gewinnt er wieder den Bulli. Da sind die Deutschen. Und jetzt Ukraine in Richtung Tor wieder der Deutschen. Und Gotsch fängt den Bulli ab. Schütz wird da übergeben. Jetzt eine Riesenmöglichkeit. Wird aber nicht gelassen von den ukrainischen Spielern. Verteidigen heute sehr, sehr gut. Wieder Ukraine immer noch im Bulli-Besitz. Sie machen den Deutschen diesen Druck. Sehr, sehr starken Druck. Wieder ist mein Handy umgefallen. Aber trotzdem 0-0. 1-0 steht's immer noch für die Ukraine. Und da ist das Tor, der Ausgleichstreffer für Deutschland. Und wer war's? Habe ich jetzt nicht genau gesehen, natürlich. Aber trotzdem, schöner Treffer, schöner Schlenzer hier mal. Endlich der Ausgleich in der zweiten Hälfte. Was für ein schöner Schlenzer hier. Und drin ist er. Und es ist Michael Wolf mit dem Ausgleichstreffer in dieser zweiten Hälfte. 14 Sekunden und... 14 Minuten und 2 Sekunden kurz. Und da ist auch der Treffer zum Ausgleich. Deutschland aber immer noch macht den Druck auf die ukrainische Mannschaft. Der Druck ist jetzt da für die Ukraine, dass da sowas wieder da ist, dass Deutschland wieder gekommen ist und diesen Ausgleich gemacht hat. Und Ukraine Richtung Tor. Ja, jetzt muss Deutschland das Ding sichern, damit hier kein Fehler passiert und nochmal so ein Tor kassiert wird und dann sie nicht mehr wirklich mehr schaffen hier. Aber sie haben es geschafft, die Deutschen. Und nächste Chance, Batra. Trip. Halt nochmal hier zu treffen. Sie haben mehr Chancen ein bisschen erarbeitet. Jetzt und somit auch diesen Ausgleich verdient. Und da Olaf Kozlik muss da den Safe nehmen. Direkt vor dem Tor.
Klar, muss er als Torhüter safe nehmen, wenn da ein Gegner noch da ist. Und Deutschland wieder mit Bulli gewinnen. Schubert. Und jetzt auf Hackert. Michael Hackert wahrscheinlich sogar. Hackert. Die Deutschen passen sich immer gegenseitig. Philipp Gogula. Michael Wolf. Hier ist er, der Top-Torschütze zum 1:1 ausgeglichen hat. Sulzer. Vor das Tor, aber da ist auch der ukrainische Torhüter da und nimmt den Safe. Es soll ja kein noch ein Tor kassiert werden, wie es scheint, meint der Torhüter. Also er reagiert sehr, sehr gut jetzt. Und Deutschland Bulli gewinnt. Schöner Pass, Schubert. Neben das Tor gesetzt. Felskin arbeitet da auch mal. Aber sie treffen nicht wirklich. Aber trotzdem, der Ausgleich ist da. 4 Minuten noch zu spielen. Die Zeit läuft runter. Jetzt nur noch 3 Minuten. Deutschland wieder. Konterchance über Felskin, Schütz und... Wer ist es? Glaube ich, Ullmann oder so. Ja, Ullmann, und der macht das 2:1. Das kam jetzt unerwartet. Deutschland rettet sich nochmal. Und macht den nächsten Treffer. Hier Ullmann, zack, um die eigene Achse gedreht. Und drin ist er. Da kann auch der Torhüter der Ukraine nichts mehr machen, wenn er unter die Latte geht und dann hinter die Linie springt. Christoph Ullmann, 2 Assistenten, Schubert und Felskin. Die 2 Assistenten für Ullmann. 2 Minuten noch zum Spielen. Jetzt nur noch 1 Minute. Ukraine will jetzt natürlich diesen Ausgleich. Jetzt ist der Druck auf der ukrainischen Mannschaft. Deutschland macht es ja jetzt gut, hat das 2:1 erzielt. Und vielleicht noch ein Tor, aber die ukrainische Mannschaft passt da schon gut auf, dass hier nicht noch ein Fehler passiert und dann das 3:1 steht. Aber es bleibt gerade mal beim 2:1. Die paar Sekunden laufen jetzt runter. Und das war's mit der 2. Hälfte. Gleich geht's in die 3. Hälfte. Und da ist es, die 3. Hälfte. Die letzte Möglichkeit für Ukraine, diesen Ausgleich hier zu erzielen. Wie es scheint, Schütz und Wolf und Erhoff, Dennis Seidenberg auf dem Feld und Gotsch natürlich, wie immer diese Stürmer hier und Verteidiger. Und Schütz macht mal den ersten Konterversuch, jetzt über Wolf. Die 3. Hälfte, da ist sie. Und Schütz! Sehr, sehr schnelle Möglichkeit hier, aber der Keeper kommt da nochmal ran. Und jetzt Ukraine. Sie wollen den Ausgleich. Sie wollen wahrscheinlich in die Overtime kommen oder auch ins Penalty schießen hier. Aber Deutschland sagt, nein, das lassen wir nicht zu. Wir machen es aber nicht ihr. Und so ist es ja auch. 2:1 Führung verdient der Deutschen. Wolf auf Erhoff, Dennis Seidenberg, Schuss, aber abseits. Zack, zack, wie viele da vor dem Tor arbeiten? Yannick Seidenberg, nee, Schmidt ist es. Sah so aus, als ob es die 36 wäre. Ja, Yannick Seidenberg ist aber auf dem Feld. Dann ist die 29 Schmidt. Okay. So, Ukraine wieder in Möglichkeit, wieder eine Konterchance hier eingeleitet, Möglichkeit hier einen Treffer zu erzielen, Möglichkeit da, hier direkt vors Tor, aber Kozlik weiß, wohin er muss, weiß, was er machen soll, wie er reagieren soll, macht er auch natürlich gut, hier wieder mal Reaktionen da von ihm, diesem Torhüter. Hier wieder und Deutschland gewinnt den Bulli. Jetzt wieder die Möglichkeit hier zu treffen von Schmidt, Yannick Seidenberg und da ist das 3:1.
Was ist denn hier los? Deutschland macht's das 3-1 gegen die ukrainische Mannschaft. Yannick Seidenberg mit dem Treffer hier zum 3-1 gegen die Ukraine. Und da sieht man auch die Fans, wie die hier abgehen. Yannick Seidenberg, Assistent Batra. 3-1. Da hat sich doch das Blatt einfach gewendet. Und somit ist Deutschland jetzt in Führung und Ukraine muss diese Ausgleichstorchancen nutzen. Aber das machen sie nicht wirklich. Diese Zeit reicht auch nicht mehr. 8 Minuten, obwohl doch, vielleicht sogar für 2 Tore würde das reichen. Aber wenn nicht, Deutschland noch ein Tor schießt. Somit ist dann eben das Ding vorbei für die ukrainische Mannschaft und Deutschland hat das Blatt gewendet, hat die Führung geholt, obwohl sie zuerst im Rückstand waren, die ukrainische Mannschaft nichts wirklich gut gespielt hat, jetzt aber 5 Minuten noch auf der Zeit, aber der Torhüter hat den jetzt safe und das ist die Riesenmöglichkeit da gewesen und somit haben sie auch die Möglichkeiten genutzt. Die deutsche Mannschaft natürlich. Nun, es geht weiter. Bulli bei der ukrainischen Mannschaft. Sofort in Richtung Tor natürlich. Um diese Zeit nicht zu verschwenden. Aber Deutschland fängt ihn ab. Aber Deutschland schießt jetzt einfach nur noch den Bulli weg. Um die Zeit einfach zu verzögern. Damit hier einfach nicht eine Torchance gelingt und dann ein Treffer erzielt wird. Ich glaube, am Ende oder so wird sowieso der Keeper hier rausgenommen, der ukrainischen Mannschaft, wenn so viele Punkte sind. Deutschland macht's gut. Sie behalten den Puck in ihrer, ja, wie sagt man, Obhut oder so. Sie halten ihn einfach bei sich. Nächste Möglichkeit, direkt übers Tor geschossen. Was für Glück für die ukrainische Mannschaft, dass das Ding... Gasttorhüter vom Eis. Deutschland kann jetzt das Tor erzielen. Da ist die Möglichkeit. Bulli Gewinn für Deutschland. Jetzt die Riesenmöglichkeit in Richtung Tor zu gehen. Philipp Gola mit der Möglichkeit. Hier vors Tor gespielt und da ist das Ding. 4-1. Christoph Ullmann erzielt das Ding klassisch für die deutsche Mannschaft. Und zack ist er drin. Hier. Zack, Bulli. Und dann Barnes in den Kasten der Ukraine. Kein Torhüter, gar niemanden. Er wurde rausgenommen, der gute alte Torhüter der Ukraine. So viel gehalten. Ich glaube sogar das Doppelpack für Christoph Ullmann. Und Ukraine mit der Möglichkeit. Der springt rein. 4-2. Riesige Chance und da ist sie auch. Der springt einfach über Kotzlik rein. Was für eine Möglichkeit. Hier selber sogar der eigene Spieler fällt stehen ab. Oder wohl eher der ukrainische hier mitten davor. Zack und dann springt er hinten rein. Hat der Kotzlik nicht gewusst. Dadurch, dass er ihn ja nicht gesehen hat. Und somit der Treffer verdient auch für die Ukraine, muss man sagen. Deutschland hat es eher verdient. Sie standen zuerst im Rückstand mit dem 1-0. Wieder Gasttorhüter vom Eis. 3-4. Riesige Möglichkeit. Jetzt den letzten Treffer für die Ukraine, um doch nochmal auszugleichen. Hier zack. Und da ist das Tor. Und jetzt geht's um das Ding. Ukraine, letzte wahrscheinlich Möglichkeit hier zu treffen, um den Ausgleich zu erzielen. Die Zeit läuft. Ukraine, Gasttorhüter wieder vom Eis. Und jetzt der Bulli Safe. Möglichkeit hier den nächsten Treffer zu erzielen, aber Olaf Kotzlik lässt das Ding nicht zu. Das will er nicht reinlassen. Und Ukraine, Bulli gewinnt. Der wäre fast reingesprungen. Den hätte ich fast drin gesehen. Und Deutschland verzögert die Zeit jetzt. Und er ist drin. Gasttorhüter war ja immer noch vom Eis. Und somit das 5-3. Ukraine kann diese 2 letzten Treffer nicht mehr erzielen. Das war sogar, glaube ich, Michael Wolf.
Habe ich genau gesehen wahrscheinlich, dass er es war. Und jetzt wird die Ukraine doch noch besiegt. Zwei Möglichkeiten gehabt, beziehungsweise eine Möglichkeit gehabt, um den Ausgleich zu erzielen jetzt. Aber Deutschland hat das weitere Tor erzielt. 4 Minuten und die Zeit läuft ab und Deutschland gewinnt das Ding. Ukraine wird besiegt von der deutschen Mannschaft und das war's auch mit dem Video. Außer wir gucken nochmal die drei Stars. Michael Wolf mit 2 Toren, 0-mal Assist, aber 2-mal Powerplay. Dann Christoph Schubert mit 0 Toren, 3-mal Assist, aber und 2-mal Powerplay eben. Und jetzt Christoph Ullmann, 2 Tore, 0-mal Assist und 2-mal Powerplay. Und das war's mit dem Video. Lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal.